Okay. 3, 2, 1. So, ihr Lieben. Hello. Hi. Die letzten Sekunden, die letzten Stunden laufen an. Das ist jetzt der Countdown zum Abflug. Was ist überhaupt jetzt gerade der Stand der Dinge? Also, zuerst mal, wir haben ja auf unserem YouTube-Kanal bis jetzt das ein oder andere Video hochgeladen. Wir sind immer mal wieder unterwegs gewesen, so wie das in Corona-Zeiten möglich war. Aber wir haben schon lange den Traum gehabt, mal richtig weit weg zu fliegen oder mal wieder richtig weit weg zu fliegen. Und ja, seit einiger Zeit brüten wir da schon so ein bisschen was aus. Wir haben einen Plan geschmiedet und zwar geht es Richtung Asien. Wir fliegen morgen nach Thailand und zwar nach Phuket. Genau. Und das war jetzt in den letzten Tagen und Wochen eine Menge Organisiererei, Packerei, aber wir können jetzt sagen, die Sonnencreme ist gepackt, der Rucksack ist auch pickepacke voll und ja, es sind jetzt die letzten Stunden, die jetzt gerade laufen bis zum Abflug und wir sind super gespannt und hoffen das Beste auf eine gute Zeit, auf gutes Wetter, dass das so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, vielleicht mal so ein bisschen zum Hintergrund. Wir wollen jetzt auch nicht nur einfach in Urlaub fliegen. Also wir fliegen jetzt nicht nur für 2, 3 Wochen nach Asien, sondern bei uns ist tatsächlich jetzt gerade so, wir haben uns entschieden, eine richtig lange Auszeit zu nehmen. Also für unsere Verhältnisse eine richtig lange Auszeit zu nehmen. Also insbesondere eine Auszeit von unseren Jobs zu nehmen. Und ja, das heißt bei mir konkret, ich habe tatsächlich bei mir meinen Job gekündigt. Und ja, habe jetzt erstmal richtig viel Zeit zu reisen und ja, zu gucken, was überhaupt jetzt gerade so, ja, was ich dazu machen will. Also doppelt spannend. Ja, und bei dir? Genau, bei mir ist es so, also ich habe nicht gekündigt, sondern mein Arbeitsverhältnis ist jetzt erstmal auf Eis gelegt. Ja, wir haben uns darauf geeinigt, dass ich aus dem Off remote arbeite. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt so ein bisschen so die Hintergrundsituation. Und da wollen wir euch natürlich auch so ein bisschen mitnehmen, was das eigentlich heißt. Für den einen oder anderen, der berufstätig ist, sicherlich auch interessant, mal zu gucken, so, ja, wie kann man das überhaupt machen? Was muss ich machen, wenn ich schon im Beruf drin stecke? Und ich habe eigentlich auch schon so meine Karriere angefangen oder baue die gerade auf. Möchte aber auch trotzdem reisen. Was habe ich für Möglichkeiten? Und ja, wir sind quasi für euch jetzt im Test und genau. Nehmen euch da auf jeden Fall mal mit. Genau, wir wollen einfach nur euch, also wir werden auf jeden Fall ins Detail nochmal auf dieses Thema später drauf eingehen, wollen euch dann aber zeigen, es gibt nicht das eine perfekte Modell, sondern mehrere Modelle, die man beziehen oder mit denen man fahren kann für eine Auszeit. Ja, wie es weitergeht, also sowohl was die Reise angeht, als auch wie es beruflich weitergeht, steht bei uns jetzt tatsächlich, also bei mir steht es gar nicht fest. Und bei dir steht so halb fest, aber ja, wir gucken mal, was sich jetzt ergibt und es ist auf jeden Fall jetzt eine mega spannende Zeit, die vor uns liegt und es ist unglaublich aufregend, es ist spannend, es ist boah, irre viel Vorfreude, da ist voll viel Angst dabei. Genau, also es ist das erste Mal, dass wir für so eine lange Zeit unterwegs sind oder unterwegs sein wollen und ja, es ist wirklich zweigleisig, also man freut sich total und man weiß aber auch, was man halt hier hat. Man zu schätzen weiß, Familie, Freunde, die man dann hier lässt, die man gerne hat, ja. Ja, dann okay, vielleicht mal zweites Thema. Jetzt, wo geht's für uns genau hin? Jenny hat es eben schon mal angesprochen. Wir waren tatsächlich noch nie in Asien. Wir haben uns Europa ganz gut angeguckt. Wir waren auch, als wir geheiratet haben, haben wir mehrere Wochen in den USA verbracht. Aber in Asien, bis auf mal irgendwie ein kurzer Türkei-Urlaub, bei mir zumindest, war ich ehrlich gesagt noch nie richtig in Asien. Und ja, von daher wird das super, super spannend, sich die ganze Region anzugucken. Du warst ja schon mal in Asien. Ja, tatsächlich, ich war schon mal in Asien. Das war aber für eine kurze Zeit. Das waren 3 Wochen, die ich in China war, eine Freundin besuchen war. Ich hatte mich da in Hongkong getroffen und wir sind dann durchs Land gereist, bis nach Shanghai und Peking. Und das war auch super spannend, eine richtig coole Zeit, aber einfach, ja, ein kurzer Einblick, sage ich jetzt mal, in eine andere Kultur und da bin ich aber auch schon damals neugierig geworden und dachte mir, da gibt's noch mehr, da geht noch mehr, da gibt's viel mehr Kulturen, in die ich einblicken möchte, sei es Essen, Architektur, Landschaft
Religion, Traditionen. Also da gibt es so viel mehr, was es da noch zu entdecken gibt. Ja, und deswegen dachten wir, es wäre ein netter Einstieg, mit Thailand anzufangen. Ja. Genau, wir fangen mal ein bisschen touristischer an. Genau. Das ist auch ein gutes Stichwort, denn aktuell ist das gar nicht so einfach, nach Thailand einzureisen. Also von wegen hier guter Start für die Reise, ja, so touristisch erschlossen das Land bestimmt ist, so kompliziert ist es aktuell mit der Einreise. Also wir haben, kann ich ja mal zeigen, wir haben so einen Stapel von Papieren jetzt doch nochmal aus, also auch digital am Start, aber auch noch trotzdem nochmal ausgedruckt. Und man braucht, was braucht man alles für die Einreise? Man braucht natürlich einen Reisepass, man muss doppelt geimpft sein, wenn man nicht in Quarantäne möchte, man muss schon sein Hotel vorgebucht haben, man muss seinen Flug gebucht haben. Ja, Visum. Also in unserem Fall haben wir ein Visum beantragt, weil wir nicht nur 30 Tage bleiben wollen. Wenn ihr nur 30 Tage vorhabt, in Thailand zu verweilen, dann kriegt ihr eigentlich dieses Visum to go oder direkt bei der Einreise, genau, Visum on Arrival. Und wir haben jetzt aber gesagt, okay, wir nehmen uns die Zeit für 2 Monate und mussten dementsprechend auch ein Visum beantragen. Ja, in Frankfurt bei dem Konsulat, wie heißt das? Konsulat, ja. Konsulat. Bei der Botschaft. Bei der Botschaft, genau. Keine Ahnung, das haben wir aber auch schon bekommen, das ist durch. Den Thailand-Pass mussten wir gleichzeitig noch beantragen. Genau, bei dem Thailand-Pass wollten wir einfach wissen, wo wir übernachten, wo kommen wir an, wo werden wir untergebracht. Sind wir geimpft, doppelt, dreifach, genau. Und das Wichtigste aller wichtigsten Sachen gerade, ich glaube, überall trifft es viele Länder, ist der PCR-Test. Also wir mussten jetzt einen 72 alten oder höchstens 72 Stunden alten PCR-Test nachweisen, bestenfalls negativ. Das Ergebnis haben wir gestern bekommen. Yay! Das funktioniert auf jeden Fall schon mal. Wir dürfen schon mal rein. Genau. Also wir dürfen zumindest ins Flugzeug. Genau. So, das scheint schon mal hinzuhauen. Genau. Und dann kommt der zweite Test in Thailand vor Ort, direkt am Flughafen, wenn wir ankommen. Den Termin mussten wir auch schon buchen. Und dann kommt noch ein dritter Test nach den ersten 5 Tagen in Thailand, also beziehungsweise dann in Phuket, mussten wir uns bei so einer Teststation schon mal einen PCR-Testtermin buchen. Genau, der dritte dann ist, also der dritte Test. Wo ich denke mal, das wird sich für die nächsten Wochen, Monate wahrscheinlich vereinfachen. Hoffe ich doch. Genau, es ist jetzt gerade allerhöchste Sicherheitsstufe oder Sicherheitsvorkehrung mit den ganzen PCR-Tests und Unterlagen. Aber gut, es ist ja machbar. Genau. Ja. Also ich glaube auch, das ändert sich aktuell so schnell alles. Als wir beschlossen haben, okay, wir starten unsere Reise in Thailand, da wurde gerade dieses Sandbox-Projekt auf Test and Go umgestellt. Was bedeutet, dass man eben nicht mehr über dieses Sandbox Phuket oder Koh Samui etc. einreisen muss, sondern konnte zu der Zeit, als wir angefangen haben, uns zu informieren, mit Test and Go quasi einfach nur mit einem PCR-Test hier in Deutschland oder nochmal vor Ort ins Land einreisen und sich dann quasi mehr oder weniger frei bewegen. Als wir dann gebucht haben, wirklich mehrere Tage, bevor es richtig losging bei uns, hieß es dann wieder, nein, stopp, Omikron ist am Start und deswegen alles wieder zurück auf Sandbox. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das jetzt einfach mal mit und haben uns halt entschieden, auch nach Phuket zu gehen als erste Destination. Also es ging gar nicht anders, wir hätten gar nicht anders machen können, als jetzt Phuket zu buchen. Weil die einfach im Sandbox-Projekt drin waren und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen das sowieso für die ersten 5 oder 7 Tage zum Runterkommen, Urlaub machen, ankommen, akklimatisieren. Und dann kann man sich danach frei im Land bewegen bei einem negativen Test. Ja. Ja. Boah, darauf vertraue, also wie gesagt, jetzt gerade ist es wieder zurück auf Test and Go. Man kann jetzt aktuell wohl wieder über Test and Go ins Land. Ich denke, das ändert sich die nächsten Wochen auch noch ein paar Mal. Ja. Also kann ich mir zumindest gut vorstellen. Ja, ja. Gut, es ist wie es ist. Wir haben jetzt einen ganzen Aktenordner mit Papier dabei. Zertifikaten und Dokumenten, unfassbar. Ja. Ja, deswegen waren die Vorbereitungen ein bisschen länger als gewöhnlich. Aber ich glaube, jetzt haben wir die letzten Unterlagen beisammen und werden nochmal von unserer Packliste berichten, die Tage. Und wie gesagt, wir haben gerade angesprochen, wir sind berufstätig. Und das heißt, bei uns in Köln haben wir auch eine Wohnung.
Und jetzt gab es für uns so ein bisschen die Frage, so, was machen wir jetzt eigentlich? Wollen wir jetzt einfach, wenn wir gar nicht genau wissen, wie lange wir überhaupt unterwegs sind, einfach weiter Miete zahlen? Wollen wir die Wohnung aufgeben? Das gibt es ja auch. Irgendwie die Sachen weggeben, verkaufen oder einlagern und am Ende des Tages unsere Wohnung auflösen. Wir haben uns jetzt tatsächlich dazu entschieden, die Wohnung zwischen zu vermieten. Und ja, bisher funktioniert das für uns auch ganz gut. Ja, also genau, man bleibt so jetzt erstmal nicht auf den laufenden Kosten sitzen. Also wir haben Untermieter gefunden, wir mussten das Ganze auch offiziell machen, da wir in einer Genossenschaftswohnung wohnen, hatten dann drei potenzielle Nachmieter gesucht und ja, da jetzt jemanden gefunden, der für die nächsten 5 Monate in unsere Kölner Wohnung zieht und die möbliert übernimmt. Genau, und das war für uns der beste Weg, dass die laufenden Kosten sozusagen weiterlaufen, von den Untermietern übernommen werden und wir sozusagen, ja, da unsere Gelder jetzt gerade einfrieren können und das Ganze für die Reise nutzen können, für Flüge, Unterkünfte, Essen und Transfer etc. Ich fand es ehrlich gesagt, muss ich jetzt sagen, am Anfang, als wir uns dafür entschieden haben, okay, wir vermieten die Wohnung unter, fand ich es ultra easy. Ich dachte so, ja, okay, gar kein Thema, wohnt da halt jemand, so, wir haben jetzt alle wichtigen Sachen, wir haben eh nicht so viel Kram, muss man dazu sagen, wir haben jetzt alle wichtigen Sachen dann aber auch eingepackt und zu Jennys Elternhaus geschafft. Aber es fühlt sich schon erstmal komisch an, man muss sich dran gewöhnen, dass man jetzt einfach auch seinen ganzen, ja, zumindest seine Möbel und die meisten Geräte einfach da jetzt vor Ort lässt und jemand anders das alles benutzt. Fand ich schon ein bisschen komisch dann doch so die ersten Tage. Und jetzt gerade geht's, jetzt habe ich es irgendwie so ein bisschen ausgeblendet. Ja, gut, also man hängt da schon irgendwo dran, weil man die letzten 5, 6, 7 Jahre in dieser Wohnung gelebt hat. Also nicht nur gewohnt hat, sondern auch gelebt hat. Man hatte da seinen Alltag. Ja, aber das ist so, finde ich, die beste Lösung, weil wir wollen ja weiter in Köln wohnen bleiben. Wir haben da eine super zentrale Lage gefunden. So Freunde wohnen um die Ecke. Also ich hätte ungerne die Wohnung komplett kündigen oder aufgeben wollen. Genau, also wenn ihr das Thema interessant findet, wenn ihr sagt so, okay, mich würde das mal interessieren, wie das generell insgesamt funktioniert, so eine Wohnung unterzuvermieten, ja, schreibt es in die Kommentare. Machen wir auch super gerne nochmal ein detailliertes Video dazu. Und auch wenn ihr jetzt noch Fragen dazu habt, wie das läuft mit Sabbatical, Arbeitsvertrag auf Eis legen oder kündigen, Arbeitsamt etc. Ja, meldet euch bei uns und schreibt es in die Kommentare. Machen wir gerne ein Video dazu. Genau, so haben wir es gehandelt mit der Untervermietung. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Vielleicht ein bisschen was zur Reiseroute. Was haben wir jetzt in den nächsten Wochen vor? Jetzt geht es erstmal quasi für uns nach Phuket. Ganz ehrlich, wir wollen gar nicht so viel erzählen, weil was uns wichtig ist, dass wir jetzt wirklich mal das Ganze wirklich spontan machen können. Dass wir wirklich auch sagen können, wir werfen vielleicht auch mal die Pläne über den Haufen. Deswegen machen wir alles nur sehr, sehr grob, auch für uns selbst, dass wir jetzt nur sehr, sehr grob planen. Genau, ich glaube, man muss auch in den heutigen Zeiten von dieser Pandemie einfach spontan bleiben. Also viele Regelungen kippen oder werden nochmal verschärft, dementsprechend muss man flexibel bleiben in den nächsten Wochen und ja, man kann ein grobes Gerüst, sage ich mal, sich setzen oder stricken und ja, wir halten es aber alle Hintertüren, sage ich mal, offen für die nächsten Tage und Wochen, was unsere Reiseroute betrifft. Ja, genau. Wir haben ja gesagt, so, wir reisen jetzt und quasi 2 Jahre später kann man das wirklich mal sagen, wir reisen jetzt. Yeah. Gut, okay. Viel, viel Spaß. Habt Spaß auf diesem Kanal. Folgt uns, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt. Irgendwie abonniert unten, oben. Uns. Ihr kennt das Spiel. Und wenn euch was gefällt, drückt den Daumen hoch. Ja, ja, und ich würde sagen, bin mal gespannt, wie viel das jetzt ist. Ich denke, das ist jetzt locker 20 Minuten Gerede. Ja, unser erstes Laber-Video. Dann. Bis zur nächsten Vloggerei. So, 1, 2, 3. Tschö!